Oh. Mensch, in diesem Gebäude heben die Kritiker Waffen gegen den Adephagus. Es ist merkwürdig, denn abgesehen von die Juli kommen die Kritiker nicht gerade sehr, kommen mir die Kritiker nicht gerade sehr kriegerisch vor. Das stimmt, die Kritiker waren immer sehr ein sehr friedliches Volk. Boah, wir lachen und wir weinen, aber wir kämpfen nur selten. Dann haben die Kritiker also nur angesichts der Bedrohung durch den Adephagus zu den Waffen gegriffen und gekämpft? Ja, also. Das Gemälde stellt wohl nicht unbedingt die Realität dar. Der Künstler hat sich ein paar Freiheiten genommen. Was soll das heißen, dass sie nicht wirklich kämpfen? Nun, das ist schon lange her, aber wir wissen, dass diese Zeit eine gewisse Art von Magie entwickelt wurde. Es war ein mächtiges Art, das Astion genannt wurde und ihnen offenbar im Kampf gute Dienste leistete. Falls so eine fantastische Art von Magie existiert, musste sie uns beibringen. Sie würde in der Schlacht, die uns bevorsteht, sicher von Nutzen sein. Es tut mir leid, aber ich kenne die Magie nicht. Ich kann sie dir nicht beibringen. Mit dir erlebt man doch nur eine Enttäuschung nach der anderen, nicht wahr? Ach komm schon, sei nicht so kritisch. Vielleicht kann ich in ein Unwissenheit hiermit wieder gut machen. Es ist meine einzige Buschbabypuppe. Ach, ist die süß. Pass bitte gut auf sie auf. Natürlich. Ich kann es einfach nicht fassen. Ich gebe auf. Womöglich wird das Wissen von Astian noch bei uns auf den Planetenoberfläche hinabgestiegenen Brüdern überliefert. Du meinst, die Kritiker auf der Oberfläche könnten sie kennen? Nun, sicher sind sie nicht alle von ihnen in alten Wissen der Kritiker bewandert, aber einige könnten sie kennen. Ich frage mich, was aus Tort wurde. Er überwachte über Generationen hinweg den Weg nach Miorso. Vielleicht weiß er was. Nun, ich glaube, wir haben keine andere Wahl, als nach Astbio zu gehen und ihn persönlich zu fragen. Buschbabypuppe. Okay. Dann gehen wir mal nach Astbio, würde ich sagen. Ne? Ich will hier aus hingehen. Na, wo soll ich einen Schnitt machen? Na ja, komm. Dauert doch nicht so lange, ne? Oder? Hm. Also wir müssen zu den einen Typen gehen, der uns gesagt hat, wo überhaupt Dings ist ja Miorso. Ne? Nehme ich jetzt mal an. Na gut, gucken wir mal. So, Astbio oder? Okay, zwei Ladebildschirme. Na, gehen wir mal da rein. Gucken, ob der uns hilft. Din, 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 din. Der war hier, da. Hallo, du. Aha. Ich erinnere mich noch an dich. Was kann ich für euch tun? Ich möchte, dass du mir die Magie beibringst, die Astion genannt wird. Du hast also von Astion gehört. Ich bin beeindruckt, aber da kann ich sie dir nicht beibringen. Ist das nicht... Wir wollten tun, was in unserer Kraft steht, um den Adephagus aufzuhalten. Aber verstehe doch. Oh, diese Buschbabypuppe, die ihr da habt. Ach, die da, die hat uns der Älteste vom Jausro hergegeben. Nun gut, ich schlage euch einen Handel vor. Ich bringe euch Astion bei, wenn ihr mir diese Puppe gebt. Was? Wirklich? Was? Aber wir können doch nicht... Diese Puppe ist für die Kritiker von unermesslichem Wert. Sie wurde ursprünglich in der Zeremonie zu Ehren von Krones verwendet. Krones? Krones ist der Name dessen, der Miorso trägt. Für die Kritiker von Miorso ist Krones das allerheiligste Wesen. Deshalb ist die Puppe, die ihr da habt, so bedeutend. Der Älteste hat sie uns aber ohne großes Theater einfach so gegeben, nicht wahr? Das können wir ja auch, oder? Wenn wir ihm lediglich dieses kleine Spielzeug geben müssen. Dieses kleine Spielzeug? Das ist ein zum Himmel schreiende Respektlosigkeit gegenüber der Buschbabypuppe. Nimm das sofort zurück. Ach, es tut mir leid. Hey, das kostet uns auch keinen Pfennig. Komm schon, Estelle, gib sie her. Aber sie ist doch so süß. Was drehst du denn? Das Ding wird uns die Pforte zu dieser Magie öffnen. Ich habe aber lieber diese süße kleine Puppe als irgendeinen doofen Zauberspruch. Hör auf, dich wie ein kleines Kind aufzuführen und gib mir die Puppe. Weißt du, es soll Puppen geben, die einen mächtigen Fluch in sich tragen. Und jeder, der sie berührt, wird von diesem getroffen. Igitt? Das ist fantastisch. Ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages diese Puppe in die Hand halten würde. Nun denn, das hier ist für euch. Dieses Buch enthält alle Einzelheiten über Astion. Und wie konntet ihr mich so hereinlegen? Warum schon werde ich erwachsen? Nun, das scheint es als Art von Magie zu sein.
Was? Meine Art von Magie? Lies das bis morgen durch und versuche die Magie zu erlernen. Wieso sagst du denn, dass das Estelles Art von Magie ist? Die Formel ist zwar interessant, weil sie so alt ist, aber sie ist weg. Es ist wirklich schade. Ich weiß nicht so recht. Das ist eine ganz einfache Art von Magie. Irgendwie abgedroschen. Was ist also Estelle gegeben, weil es langweilig ist? Das ist aber keine sehr nette Art des Ausdrücken. Manche Leute neigen eben zu eher bestimmten Dingen. Du bist schrecklich. Estelle nennt Astion. Busch Babypuppe übergeben. Astion. Anfängerzauber. Steiger vorübergehend Magieangriff eines Freundes. Ja, super. Dann soll uns gegen den Artefagus helfen. Sag mal, wird's mich eigentlich. Und der ist weg. Ich kann meine Puppe nicht mehr zurückholen. Alles klar. Na, kommt noch auf dem Weg nach draußen. Skit. Weiß ich nicht. Gucken wir mal. Ich glaube nicht. Immer wenn ich das plane, dann geht es natürlich nicht. Nö, okay. So, Leute, ich habe etwas Geld zusammen aufgetrieben. Ich habe jetzt 700.000 Geld und ja, wie bin ich dadurch darauf gekommen? Ich bin hier hingegangen. Ich habe ein Zelt benutzt, weil wenn man Zelte einsetzt oder übernachtet, dann ändert sich ja das Wetter oder die Tageszeit und all sowas. Und ja, ich habe hier ein Zelt benutzt. Und ja, mit etwas Glück wird es dann ja dunkel und dann kann man gegen folgende Viecher kämpfen. Ich hoffe, ich finde die jetzt auch hier. Die ja, ne? Und die hinterlassen ja goldene Hörner. Und ja, die tauchen nur nachts auf oder bei Regen. Regen habe ich jetzt hier bisher noch nicht gesehen, aber tauchen auch bei Dunkelheit auf. Also ja. Und ja, habe jetzt Zelt benutzt, habe gegen die Viecher gekämpft. Goldene Hörner habe ich verkauft, die geben 10.000 Gold. Und dadurch bin ich jetzt auf diese Summe gekommen. Und weiß nicht, ich habe halt immer so lange gemacht, bis mir das Essen ausgegangen ist, dass ich kochen kann. Und ja, da kam ich dann schon so immer auf 25 goldene Hörner. Das habe ich so 3-4 Mal gemacht. Und dann, ja, kam ich so auf 700.000 Gold, nachdem ich fertig war. Und ja, das heißt, wir können jetzt diese eine Quest hier erlegen, wo auf 500.000 Gold hier blechen müssen. Wir gehen außerdem noch mal ganz kurz die ganzen Arts durch, die ich gelernt habe, damit ich halt auch mal streichen kann von der Liste. Ich habe mit Juri Spaltener Wolf Attacke gelernt, welche ich glaube ich erlernt habe, nachdem ich brutaler Zahn 50 Mal und einsamer Wolf Attacke 50 Mal benutzt habe, weil nachdem ich diese Attacke glaube ich 50 Mal benutzt hatte, ist das hier aufgeploppt. Also ja, Judith, ich habe keine Ahnung, wann sie das gelernt hat, aber sie hat Luna Verwüstung gelernt. Ja, ist keine Kombination von irgendwas. Okay. So, Patty lernt gerade, sie hat gelernt Schicksalsspalt durch 100 mal sie hat Bermuda Dreieck, warte, habe ich mir hier Todesdreieck. So. Okay, ich habe in Klammern ja so aufgeschrieben Bermuda Dreieck Fragezeichen. Und ja, sie hat Todesdreieck gelernt, indem sie 100 mal Schicksalsspalt plus Sturmbühe eingesetzt hat. Boom. Und ich bin außerdem ja gerade das hier am Lernen. Ich muss Zufallskarte einsetzen 100 Mal, ne 50 Mal, das ist ein Zauber, ne? Während ich Ethenor ausgerüstet habe. Also ja, ich werde euch das schon mal sagen, dass ich das beim nächsten Mal habe, damit ich das jetzt nicht noch mal extra nächstes Mal erwähnen muss. Aber ja, da muss ich mir halt nicht noch mal extra notieren und so. Ist sie gerade am Lernen und ja, sonst war es halt eigentlich so. Jetzt gehen wir mal hier die 500.000 Gold ab, die wir brauchen. Was soll ich nur tun, wenn ich auch noch 500.000 Gold hätte? Ja, bitteschön. Wir werden 500.000 Gold geben. Was sagst du da? Ist ja auch nicht so geizig. Und ja, ich spiele mich hier. Ich habe gerade Spaß mit den Kostümen, merke ich gerade. Aber ich kann auch nicht so was, dass ihr mir so viel von eurem eigenen Geld gibt. Wir sind nicht diejenigen, die dir dieses Geld geben. Nicht wahr, Estelle? Was? Wieso ich? Hast du nicht gesagt, dass du lediglich etwas tust, was das Reich schon längst hätte tun sollen? Wir strecken dieses Geld also lediglich dem Reich vor, bis diese endlich selbst zu seiner Verantwortung steht. Was? Du meinst also, sobald wir zurückkehren, bringt bitte den Rat dazu, uns das Geld zu erstatten, das wir dem Waisen ausgegeben haben. Ja, das werde ich tun. Wovon redest du denn da? Da dieses Geld eine finanzielle Hilfe des Reichs ist, kannst du es ruhig annehmen, ohne Gewissensbisse haben zu müssen. Nun, ich verstehe das zwar nicht ganz, aber Geld.
ist schwer zu erklären. Übernimm du das, Carol. Was, ich? Das ist wie ein Tales of the Abyss, wo Guy jedes Mal erklären muss. Guy, erklärt mal. Was, wieso denn nicht schon wieder? Du erklärst doch gerne, nicht wahr? Nicht wirklich, aber ich werde es versuchen. Sie sagte, sie wird schwer arbeiten, um das Geld zurückzuzahlen, aber es reicht, wenn wir uns entschädigen. Ich weiß, ich werde Lorna darum bitten. Falls er sich weigern sollte, täte es mir leid für ihn. Es täte dir leid? So, das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Wir bitten dich nur darum, seine Hoheit ein bisschen weich zu klopfen. Ich werde mir größte Mühe geben. Gut, gehen wir. Du hast 500.000 Geld bezahlt. Bist du eigentlich irre? Ich habe nichts bekommen. No. Gib mir was. Ich gedacht, wenigstens irgendwie so ein Kostüm oder irgendwie sowas. Na gut. Oh. Meister. Ich glaube, ich sagte ihm bereits, wie wichtig jede ihre Taten ist. Und dennoch bestehen sie darauf, sich von ihren Gefühlen dazu verleiten zu lassen, überstürzt zu handeln. Auf meiner Reise entdeckte ich, dass hochgestellte Leute den Überblick wahren müssen, ohne sich ablenken zu lassen. Es ist doch, wovon sie reden, nicht wahr? Doch ich kann nicht wählen, was wichtig ist, und gleichzeitig alles, was ich sehe, vollkommen ignorieren. Ja, nicht in der richtigen Weise. Ja, ich weiß. Dennoch müssen sie als Prinzessin tun, was sie für richtig halten. Ich habe nicht das Recht dazu, ihnen den Weg zu versperren, den sie gewählt haben. Meister. Ich wollte nicht die richtige Antwort, sondern ihre Meinung dazu hören, was für sie richtig halten, was sie für richtig halten. Augen voll Entschlossenheit, aus denen Anmut und Stolz leuchten, sind der wahre Beweis für die Zugehörigkeit zum Adel. Kind des Vollmonds, mögen sie immer ihren Herzen folgen. Ja, ich danke Ihnen vielmals, Meister. Sie müssen sicher noch einige Dinge erledigen. Bitte beeilen Sie sich. Ah, edle Prinzessin. Kostüm. Oder? Nee, noch nicht mal. Auch als Adlige stehst du fest zu deiner Überzeugung. Du lebst nach den noblen Tugenden. Ist noch nicht mal ein Kostüm. Boah, 500.000 galt für nix fast. Für dich muss ich da auch irgendwas machen, ne? Der Angrest. Okay, keine Ahnung. Gott, haben wir jetzt mal erledigt. Nicht viel. Ich weiß nicht, vielleicht gibt der Titel irgendwie voll geile Wachstumswerte. Ich weiß es nicht. Ich weiß allgemein nicht, ob die Titel irgendwie eine Auswirkung haben, aber egal. Gut, eine Quest beendet. Yay. Ob Suriana ist noch in der Gaststätte? Lass uns hineingehen und nachsehen. Hey, ich du bist eine Artillerie nicht treffen. Was? Warte ruhig hier, wenn du möchtest. In Ordnung. Oh, ihr seid's. Vielen Dank nochmal für das, was ihr für mich getan habt. Passt schon. Eigentlich war es verdammt viel Arbeit. Ich habe versucht, höflich zu sein. Da fällt mir ein. Ich habe noch. Erzähle ich gleich. Aggressives Bellen. Wir sind hier, um nicht etwas zu fragen. Oh, ich hoffe euch gerne, wenn ich kann. Die Salzkette, die wir für dich finden sollen, ist doch aus Immerlicht, richtig? Ja. Du sagst doch, dass dein Vater das Erz selbst gefunden und daraus die Kette geschmiert hat. Weißt du, wo er das Erz hatte? In seinem Tagebuch habe ich vor kurzem gelesen, dass es ein Berg im Westen Desir stammt. Mount Hemsa? Ja, ich glaube, so hieß er. Er schrieb, dass er zum Berg ging, nachdem er eine Nacht in einem Kritia-Dorf in der Nähe verbracht hätte. Weißt du, wann das war? Vor der Hochzeit meiner Eltern, also vor über 20 Jahren. Vor 20 Jahren? Das ist lange her, hm? Meine Garantie aber dort noch immer nicht vorhanden ist, ist... was? Ist oder nicht? Keine Ahnung. Tut mir leid, mehr weiß ich auch nicht. Das reicht schon, danke. Okay, dann gehen wir mal zu dem Berg. Weil mir ist gerade noch was eingefallen, das ich noch aufnehmen muss. Hey, habt ihr etwas herausgefunden? Sie sagt, es war vor 20 Jahren am Mount Hemsa. Vor 20 Jahren? Was? Was war? Dieses Gebiet war seit dem großen Krieg immer Ödland. Aber Felsen sind Felsen. Kriege haben keine große Wirkung auf Gestein. Bist du dort nicht geboren? Hast du je von Immerlicht gehört? Ich war noch sehr jung, als ich dort lebte. Ich habe nie jemanden über Immerlicht reden hören. Na gut. Wäre es nicht das Beste, wenn wir einfach hingingen und schauten, ob wir noch Erz finden? Ja, du hast recht. Lass uns zum Mount Hemsa reisen. Das ist meine Ansage. Gut, aber da fällt mir noch gerade ein. Boah, ich hoffe, ich finde das jetzt noch mal. Und zwar, ich habe mal irgendwas aus dem Wasser gefischt und dann kam eine Cutscene. Und ich habe dann natürlich die Cutscene nicht angeguckt. Boah, wo war das nochmal? War irgendwo in der Mitte hier, glaube ich.
ich habe mal irgendwas hier aus dem Wasser gefischt, ne? Und dann haben die gesagt, das sieht wichtig aus oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und ja, mehr habe ich mir auch nicht angeguckt, weil irgendwo hier in der Nähe, glaube ich, irgendwo. Und ja, da scheint irgendwas Besonderes gewesen zu sein für irgendeine Quest. Und das würde ich gerne noch mal wiederfinden, dieses Mal auch aufnehmen. Ja, wer das ist, das nicht. Ha, gut. Ich bin gut. Habe ich das mir nicht notiert oder so? Ich habe mir doch gar nicht notiert, ne. Oh, das ist das Glücksobjekt. Glücksobjekt. Ach, du meinst dieses Ding, das die Dame von der Wahrsagergilde erwähnte? Als für ein Glücksobjekt sieht es aber nicht besonders selten aus oder so. Nein, aber es kam vom Meeresgrund, deshalb ist es wichtig. Jetzt muss es nur einen hausgemachten Gericht für Juri verwenden. Oh, was kochst du? Spießchen. Das ist kein besonders romantisches Essen, Patty. Lehren der See, Artikel 24. Locke schwierige Gegner einen Kampf in deinem eigenen Territorium. Ich meine, klar, aber warum nicht mal was anderes ausprobieren? Wie? Na, etwas Süßes natürlich. Etwas Süßes, hm? Aber ich bin doch schon voll süß. Oh, ich hab's. Juri, Juri. Ich habe die Ärmel hochgekrempelt und dir was Süßes gemacht. Tatsächlich? Tada! Oh, wow, was ist das? Rettichtorte. Rettichtorte? Ja, du hast mich schon verstanden. Ich habe ihn in der Brühe von den Spießchen eingeweicht, damit er schön zart wird und für die Süße mit Schokolade glasiert. Schlag zu. Vielleicht später. Jetzt. Vorsicht, Juri, die Hölle selbst kann nicht wüten. Wie eine verschämte Piratenbraut. Ermutige sie nicht, Judy. Wow, sehr lecker. Siehst du, jetzt ist... Hey, Carol, opfere dich für die Gruppe. Warum ich? Dein Opfer weg. Lung. Fest, hm? Er ist erwischt. Vielleicht waren Oden und Schokolade nicht die ideale Kombination. Vielleicht, aber ich habe die Lehren der See aufs Wort befolgt. Okay. Wahrsagergilde. Wahrsagergilde. Wo ist denn der Wahrsagergilde? Auch in Dahngrist? Check nochmal Dahngrist ab. 150, 160 Stunden habe ich schon hier. Wahrsagergilde. Ich weiß jetzt nicht genau, wo das ist und ich will jetzt hier nicht rumrennen und Zeit verschwenden. Deswegen warte ich jetzt erstmal. Hallo. Lady auf Hochtouren, okay. Ist das für Repeat? Ja, ne? Krieger auf Hochtouren, ein bisschen anders als Balls reiten. Kann man von jedem Charakter hier so eine bekommen? Cool. Nicht schlecht, warte. Ne. Okay, cool. Warte mal, wo ist denn jetzt nochmal hier ist falsch? Ja. Oh, hi. Oh. Bohnenkraut. Okay. Du stehst direkt davor, du. Okay, hier liegt etwas ganz Kleines, was ich untersuchen kann. Ich nehme an, das soll als Erz sein, ne? Hm, hey, was ist dieses rote Ding da drüben? Ist das? Hey, da sind so viele Verunreinigungen, aber das ist definitiv immer Lichterz. Fantastisch. Jetzt müssen wir es nur noch nach Nobis erzählen, dann ist dieser Auftrag erledigt. Hey, sollten wir eben nicht ein wenig Erz mitbringen, wo wir schon hier sind? Sicher, warum nicht? Na, lass uns mal graben. Köln macht das. Was, warum schon wieder ich? Wer sagt's denn? Der Brocken hat die richtige Größe. Okay. Hey, hört ihr auch etwas?
Was ist das? Und bekämpfen wir es? Keinesfalls, lass uns abhauen. Was ihn gehört? Ist ja nicht das Bossmonster, das hier normalerweise rumläuft. Was zum? Du. Ist noch nicht mal der Viech, ey. Gott verdammt. Gut. Ich will trotzdem mal da oben hin, weil das glaube ich ein Heilspeicherpunkt, ne? Und jetzt so ein Exit. Ich glaube, ich will aber zu Fuß runtergehen, weil wir ja von diesen Viechern verfolgt werden, ne? Ich kommt ja noch eine Katze oder so, wenn wir so zu Fuß hier runtergehen, keine Ahnung. Ich guck noch mal hier. In Baulsheim. Ich habe übrigens einige Steine auf dem Weg kaputt gemacht, die mir ein paar Wege blockiert haben, und habe ich ein paar gute Sachen bekommen, wie zum Beispiel ja, das habe ich ja noch aufgenommen, ne? Spezifik Leckerei, die war auch irgendwie sehr gut versteckt. Heiliger Ring habe ich glaube ich auch hier gefunden, oder Geisterring. Aber sonst nichts sehr spektakuläres, aber wollte ich euch nur wissen lassen. Soll ich noch mal den Weg hier runter? War ja nicht mal ein Heilspeicherpunkt, was soll denn das, ey? Aha. Sieht sehr komisch aus. Ich habe das dauernd erledigt, ey. So, wer die Katze jetzt auch kommen, wenn ich mich raus teleportiert hätte, dann wäre ich ja direkt zum Eingang gekommen, ne? Jung. Okay. Was zum der, ehrlich? Schon wieder irgendwie eine andere Waffe oder was das sein soll. Wuff. Was? Jawohl. Ja. Einfach so ignorieren. Okay, was zum? Natürlich gehe ich mal zurück und guck. Das ist das Viech, das normalerweise hier ist, ne? Was soll damit? Keine Ahnung. Ich sorge für diese Szene, aber diese Szene kann ich verpassen. Das ist doch viel zu wichtig, ne? Mit Zagi, ne? Na, だってそれが僕たちが依頼された仕事なんだから、依頼人さんもあんなに必要としてたし。でもあの化け物、これ狙ってたみたいだぜ。バルナー逃げ切れるよね。ね、ジュディス。当然ね。けど、あなたが言ってることってそういうこと?いや、こんな曰く悪げなもん持って行っていいもんかね。でも僕たちを信頼して仕事をくれたんだ。僕、あの人に持ってってあげたいよ。
Wenn er uns gesagt hätte, wir hätten jemanden töten müssen. Dann zurück nach Kapor Torium oder Noah. Ich kann die beiden Orte nicht auseinanderhalten vom Namen. Einem von den Dingern. Okay. Der war ja eher, ne? Hi. Was geht? Immer nicht dazu übergeben. まさか実物を手に入れてくれるとは。本当にありがとう。これさえあれば私たちのギルドも復興できる。復興？ギルドがどうかしたのか？いや、なんでもない。これはお礼だ。これが手に入った。一時も無駄にはしたくない。大丈夫なの？ 5000 Gold war sehr wenig dafür. Müssen wir gegen das Viech kämpfen? Ich meine, das Viech könnte ich eigentlich besiegen, ne? Ich habe schon dauernd, glaube ich, erledigt. Oder er nimmt das Erz und haut ab. Dann gehen wir nochmal zurück. Irgendwie nicht, du musst einfach nur wieder zum Berg gehen. しばらくは安静が必要です。そっか、ご苦労さん。しかしノビスのやつ無茶したもんだな。どんな事情か知らねえけど、結界の外に身一つで飛び出すなんざまともじゃないぜ。ま、ヤッコさんもとにかくこれでエバライト諦めんじゃないの。命あってのなんとやらよ。やっぱりあの時持ってくるべきじゃなかったのかな。ユーリの言う通りにしておけばよかった。 不用意に飛び出してったのはノビス自身の責任だ。ハロルが気にすることじゃねえよ。ユーリ、ただギルドとしてこういう時どうするかちゃんと決めとくってのは必要だろうな。経験を経てブレイブベスペリアのルールを形にしていかなくては。うん。そうめげるな。まだ俺たちはギルドとして始まったばっかりなんだからさ。うん。頑張ろう。 Alles klar. Quest abgeschlossen, 5000 Gold bekommen. Was jetzt nicht so wert war, aber okay. Warum nicht? Willkommen, lieber Besucher, beim heißen Quellenbad von Jumanju. Alle seid zurück, wie schön es euch hier letztes Mal so gefallen hat. Es hat uns gar nicht gefallen. Was soll denn das mit der Abtrennung? Man kann glatt hindurchsehen. Nein, nein, wir haben die Abtrennung doch nur zusammengeklappt, um für möglichst viel Raum zu sorgen. Außerdem bezweifle ich, dass sich eine unserer Besucher dazu versteigern würde, das andere Geschlecht zu begaffen. Hey, ich habe gar nichts zu sehen bekommen. Das hättest du aber bestimmt, wenn du die Gelegenheit bekommen hättest. Wenn ihr so besorgt bist, wegen seid, möchtet ihr vielleicht eine Quelle für euch allein mieten? Ihr werdet dann die einzigen, die diese Quelle nutzen könnte. Könntet also problemlos ins gleiche Bad, Männer wie Frauen. Zusammen? Das ist eine hervorragende Idee, das sollten wir machen. Hey, alter Mann, wenn wir alle zusammen reingehen sollten, wirst du mit Carol da drin aber allein sein. Was? Ich allein da drin mit Raven? Darauf kann ich verzichten. Vielen Dank. Hier weiß, wenn wir eine Quelle mieten und sie nacheinander benutzen, nach Geschlecht trennen. Nach Geschlecht getrennt. Wenn das für euch Mädchen in Ordnung geht, bin ich auch einverstanden. Abgemacht. Also, exklusive Mieter einer heißen Quelle kostet 600.000 Gold. Das ist doppelt so viel wie beim letzten Mal. Der Raum nur für euch reserviert, ist der Preis etwas höher.
Aber es ist ein echtes Schnäppchen. Oh, schade. Das heißt, ich muss wieder, ein bisschen Geld farmen. Zurück weiß ich ja jetzt, wie ich das mache, ne? Ich muss sowieso noch hier und da einige veränderte Arten zu lernen. Also ja, warum nicht? Gut. Machen wir das mal. So, ich habe das Geld zusammengekratzt. Hat ehrlich gesagt nicht so lange gedauert, glaube ich. Und ja, gucken wir mal. Wehe, das lohnt sich nicht. Ich rede jetzt hier von Kostümen und so, ne? Und jetzt nicht irgendwie so ein Titel, der einfach nichts bringt oder so. Ich möchte Kostüme, Waffen, was weiß ich, irgendwas. Die Mädchen verdienen ein bisschen Spannung. Hier bitte. 600.000 Geld bezahlt. Vielen, vielen Dank. Genießt euren Aufenthalt. So. In Ordnung, wir gehen zuerst. Na klar, sehe ich doch. Ich hatte ein kleines Nickerchen, während ich warte. Merk mich, wenn das Bad frei ist, ja? Wenn er schläft, können wir beruhigt sein. Also los, lass uns gehen. Mann, hoffentlich beeile sich. Juri schläft auch. Mensch, das ist echt langweilig. Uff! Er hat den ausgenockt. Ich wusste es, das war jetzt Teil seines Plans. Dieser Ort ist... Psst, ruhig, Junge, die Damen sind schon drin. Es wird dir von Nutzen sein, Junge. Vielleicht kannst du etwas lernen. Wenn wir erwischt werden, dann bist du mein Kompliz, nicht wahr? Hehe. Ja, das fühlt sich herrlich an. Rita, komm schon, schnell. Ach was, wen interessiert Rita? Judith, ich will Judith sehen. Ach, dieses Freiluftbad ist wirklich erstaunlich. Ich fühle mich so frei. Du scheinst das sehr ernst zu nehmen. Hast du dein Handtuch verloren? Ach, wir sind doch unter uns, Rita. Wozu brauche ich da ein Handtuch? Du hast wahrscheinlich recht, aber wenn du mich so freiwillig zeigst, dann ist mir das unangenehm. Sieh dir nur Estella an, dein Blick hat dir Stich die Sprache verschlagen. Ich bin auch sprachlos. Meine Güte, Judy, schau mal, sie sind ja größer als meine Hände. Ah, das kitzelt. Giga. Raven, alles in Ordnung mit dir? Juri, wir sind raus. Wir sind in der alten Perversung mit der kleinen Eumel. Oh, tut mir leid, Raven, ging es nicht gut. Oh, fühlst du dich schlecht? Er hat ja sogar echt was gesehen. Boah. Ich glaube, wir müssen unseren Besuch der heißen Quelle verschieben. Das war Juri. Hab schon wieder nichts bekommen. Willst du mich auf den Arm nehmen? Wieso muss ich dafür bezahlen? Ich habe das doch jetzt bezahlt. Boah, wie? Ein schön, aber ich kriege überhaupt nichts hiervon. Zu bezeichnen das ganze Geld, wenn ich hierfür nichts bekomme. Irgendwann nicht mal ein Kostüm, gar nichts. Verbleche ich denn das ganze Geld hier, sag mal. Das gibt's doch nicht. Ich habe jetzt insgesamt wie viel Geld jetzt? 1 Million galt. Einmal für die eine Quest. Ne, hier habe ich auch schon mal 300.000 bezahlt. Also hab ich, das heißt, ich habe 900.000 bezahlt. Ich habe, das heißt, ich habe 1.400.000 galt bisher verballert für gar nichts. Ey, das gibt's nicht. Wir hätten mir da wenigstens zeigen können, die Cutscenes. Ich gehe mal da draußen, vielleicht gibt es da eine Cutscene, es gibt oder irgendwie so was. Und ja, gucken wir mal. Hm. Vielleicht kommt da noch was, weiß ich nicht. Nö. Was zum? Es geht? Nein? Okay. Der Typ, der ist immer noch davor. Yep. Buongiorno. Genau, wie ich es mir gedacht hatte. Wir sehen uns schon wieder. Es sieht so aus, als hätte er jetzt etwas bessere Laune. Ja, vielleicht. Er scheint etwas bei sich zu haben. Guada, seht euch das hier mal an. Das ist mein Meisterwerk.
Ich heiße Barlow X Junk. Ich bin der Gehilfe von Professor Cicely Junk. Was zum? Sieht genau wie Carol aus. Toll, nicht wahr? Toll, nicht wahr, Junk? Ist das ein Blastier? Es sieht aus wie ein Spielzeug. Ein Spielzeug? Nimm das sofort zurück. Professor Cicely, sag doch was, bitte, Junk. Naja, sieh, im Grunde bist du wirklich nur ein Spielzeug. Oh mein Gott, großer Schock, Junk. In Verita hatte ich vor, dieses Spielzeug euch zu geben, meine lieben Amici. Noch größerer Schock. Es fühlt sich selbst, wenn ich fahre. Ich kann ihn einfach nicht mit denselben Augen wie in einen anderen Blastier betrachten. Kann das also sogar dir passieren, Rita? Es tut mir leid, ich will das nicht. Ich meine, naja, vielleicht doch. Nein, es tut mir leid, ich kann das einfach nicht. Ich kann das nicht annehmen. Schock, unmöglich. Er ist weggerannt. Ach, das war Yuri. Boah, meinst du nicht, dass wir ihm folgen sollten? Meine Amici, ihr seid allesamt ganz außergewöhnliche Menschen. Er hört überhaupt nicht zu. Ich glaube, du hast uns der Kategorie Außergewöhnlichkeit einiges voraus. Und Kern, ihr habt ja einen Hund, Senior Hund, kämpfst du ebenfalls? Wuff. Dir liegt überhaupt nicht mehr an mir. Großer Schock. Also, da war ein Ding, okay. Komm schon, wir sollten hinter ihm her. Shekosa, hinter wem her? Barlow X. Ach ja, Sisi, ich verstehe, ich werde hier bleiben und mich ausruhen. Gehen wir. Ja. Okay. Keine Eile, ich warte. Okay. Was geht? Schließt sich unserer Truppe an. Hey. Was willst du, Yang? Ich bin nicht einsam oder so, Yang. Weißt du, ich finde dich echt toll. Das ist doch ganz klar, Yang. Wieso sagst du denn sowas Offensichtliches? Hm? Ich bin geradezu schockiert, wie offensichtlich das ist, Yang. Ich dachte, vielleicht könnten wir ja Freunde werden. Wenn du darauf bestehst, könnte ich dich ja zu meinem Gefolgsmann machen, Yang. Ich wollte nicht dein Gefolgsmann, sondern dein Freund werden. Na, gehen wir jetzt erstmal zum Professor Siltese zurück. Einverstanden? Einverstanden, Yang. Was soll das bedeuten, Yang? Ah, du bist zurückgekehrt. Professor Sisley, ich habe einen Entschluss gefasst, Yang. Ich werde mit diesen Leuten gehen, Yang. Dieser Junge hat mich angefleht, bis ich angeweiligt habe, Yang. Ich will nicht, dass er meinetwegen weint, Yang. Ich habe das irgendwie anders in Erinnerung. Ach wirklich, exzellente. Dann wünsche ich dir buona fortuna. Streng dich an, du kannst jederzeit zurückkommen, klar? Professor Sisley. Gut, jetzt gehört er zu euch. Ihr könnt ihn gerne einen Namen geben, falls ihr das wollt. Was? Hm, da fällt mein Augenblick nicht ein. Er ist ursprünglich Barlow X und sieht genau wie Carol aus. Was haltet ihr also von Barlow X? In Ordnung, Vorschlag angenommen. Einfach so, das wurde schon direkt geändert in der Textbox. Es freut mich, dich kennenzulernen, Barlow X. Irgendwie fand ich den Namen vorher besser. Na schön, Yang, von jetzt an werde ich Barlow X heißen, Yang. Willkommen in unserer Gruppe, Barlow X. Du kannst in Carols Tasche bleiben, einverstanden? Wieso denn, Yang? Ich kann selbst laufen. Wenn ich ganz lieb bitte, bitte sage. Toll, einverstanden, Yang. Ah, endlich ein bisschen Ruhe und Frieden. Gut, gehen wir jetzt. Okay. Was hat mir das jetzt gebracht? Boah. Jetzt habe ich einen Roboter mit mir. Bringt mir das irgendwas? Eine neue Art gelernt oder so? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Verstehe die meisten Sidequests sind nicht irgendwie, keine Ahnung, ich keine Ahnung, was die meisten von dem bringen. Ich glaube, wir machen nächstes Mal irgendwie weiter und mal das Story oder ja, okay, keine Ahnung, mal schauen. Und jetzt regnet es auch noch.